Wir sind hier in Sint-Truiden in der wunderbaren Becherenhofkerk mit tollen Fresken aus dem Mittelalter und nehmen hier Musik von Heinrich Albert und Zeitgenossen auf aus den Jahren 1630 bis 1650 mit der deutschen Sopran Dorothee Mielz und meinem Ensemble, dem Hathor Consort. Also es war schon ganz lange ein Traum von mir, mit Dorothee Mielz zusammenzuarbeiten. Ich wollte immer gerne Musik mit deutschem Text machen, weil das meine Muttersprache ist und auch Doros Muttersprache. Und für mich gibt es halt sehr wenige Sänger, wo ich so das Gefühl habe, dass ich den Text fühlen kann, wenn ich diese Musik höre. Und mit Doro habe ich dieses Gefühl. Und deshalb wollte ich das unbedingt machen. Und dann kam Doro mit dieser Idee von der Kürbishütte. Und ich habe mich da dann hineingelesen, weil ich da auch noch nicht so viel darüber wusste. Heinrich Albert war Domkantor in Königsberg und im Jahre 1636 bekam er vom Rat der Stadt ein Stück Land angeboten auf einer Insel im Fluss Pregel vor den Toren der Stadt. Zu Kriegszeiten war das Teil eines Bollwerks gewesen und es herrschte ja gerade auch mal wieder Krieg. Der 30-jährige Krieg war mittendrin, aber Königsberg war davon verschont gewesen. Es herrschte also Frieden und Heinrich Albert war ganz begeistert und fing da an, Blumen zu pflanzen und Bäume und Wege und hat tatsächlich eine Hütte gebaut, so eine richtige, so eine Schrebergartenhütte, eine Datscha. Und hat diese, hat an der Südwand angefangen, Kürbisse zu ziehen. Und zusammen mit dem kleinen Balg, mit dem Jungen, der ihm immer den Blasbalg getreten hat. Es trafen sich dann Heinrich Albert und seine ganzen Kumpels aus der Stadt und haben da, ich glaube, gesoffen und gedichtet und komponiert und haben da einfach eine gute Zeit gehabt. Sie haben sich dann genannt die fruchtbringende Gesellschaft der Sterblichkeitsbeflissenen. Und das ist auch wieder auf die Kürbisse eigentlich bezogen. Und eigentlich war es die Gründung des später sehr berühmten Königsberger Dichterkreises. Und Heinrich Albert und sie haben komponiert, zum Teil sehr, sehr, sehr lustige Stücke, zum Teil aber auch sehr traurige Stücke, weil natürlich, das waren finstere Zeiten während des 30-jährigen Krieges, auch in dieser Friedensinsel. Unser Leben ist ein Schatten.
Sie hatten in den Gedichten, ging es viel, weil sie ja die fruchtbringende Gesellschaft der Sterblichkeitsbeflissenen waren, geht es wahnsinnig viel um die Vergänglichkeit. Um die Vergänglichkeit, um das Sterben, um das Leben nach dem Tod, um die Vergänglichkeit. Und so ist dann auch diese Sammlung Musikalische Kürbishütte entstanden, wo, ist ja für mich ja auch eine Premiere, also ich singe ja dann sozusagen aus der Warte eines Kürbisses. Ich bin ein sprechender Kürbis. Und sage, so vergänglich wie ich und meine Blätter sind, so vergänglich bist auch du, Mensch. Das ist irgendwie skurril, aber auch sehr weise. Auf und springet, tanzt und singet, ihr geliebten Gäste, an diesem Hochzeitsfest. Macht euch fertig und bereit zu der süßen Fröhlichkeit. Spart die Sorgen bis auf morgen und nehmt wahr der Zeit. Ich fand das zuerst ganz grausam, diese Zeit, also dieser 30-jährige Krieg, der ja eigentlich nicht ein Krieg, sondern das waren ja 5 Kriege in einer Reihe. Und ich habe auch sehr viele Zeitzeugenberichte gelesen, weil mich das sehr interessiert hat, wie die Menschen das erfahren haben. Aber was mich so schockiert hat, ist, dass die ganz grausame Dinge beschreiben, aber auf eine sehr sachliche Art und total unemotional. Und ich habe mich dann begonnen zu wundern, wie diese Menschen sich gefühlt haben. Und habe das dann nicht zu den Geschichtsbüchern zurückgefunden. Und eigentlich dann in der Arbeit an dem Programm mit Doro zusammen, habe ich dann verstanden, dass diese Gedichte und diese Lieder eigentlich das musikalische, emotionale Zeitzeugnis aus dieser Zeit sind. Und warum ich das vor allem wichtig finde, ist, weil Geschichte wiederholt sich sehr oft. Und dann kam mir diese Idee, dass wir vielleicht noch immer Dinge mittragen, die noch nicht vielleicht ganz gelöst sind. Und deshalb finde ich eine emotionale Aufarbeitung sehr wichtig. Sowohl Dorothy als auch ich haben das Gefühl, dass diese Musik und diese Texte uns persönlich ansprechen oder berühren und dass wir deshalb das Bedürfnis auch haben, diese Musik zu machen. Auf dass wir klug werden, auf dass wir klug Kriegszeiten sind immer auch Zeiten des Mangels. Ich glaube, auch deshalb war diese Kürbishütte und der Gemüsegarten ein sehr wichtiges Ding, weil sie hatten Nahrung. Und wir haben in dieses Programm diese Idee des Mangels so übernommen, dass wir einfach sehr viele Stücke umbesetzt haben. Stücke, die für 6 Sänger waren, haben wir umbesetzt und einfach das genommen, was wir jetzt gerade da haben. Und das ist halt ein Kornett und 5 Gamben und 1 Sopran. Kann man sich so denken, die Jungs, die Erwachsenen waren alle im Krieg. Was noch übrig war, war irgendwie der kleine Knabensopran, weil der war noch zu klein, um in den Krieg zu ziehen. Und ziemlich viele alte, erwachsene Gambenspieler. Die waren schon alt und grau. Mit deiner Gnade,